Der Chef des oberösterreichischen Industrieleitbetriebes wirft den Politikern außerdem vor, sich nicht um die Zukunft der Jugend zu kümmern. Diese habe überhaupt keine politische Vertretung. Wenn wir nicht für unsere jungen Menschen was tun und wenn die nicht bald einmal eine Interessensvertretung kriegen, dann müssen wir uns, die ältere Generation, den Vorwurf gefallen lassen, die Zukunft der Jugend vermisst und vermasselt zu haben. Ich meine, ich verstehe die Herren Blecher und Kohl, um das auch beim Namen zu nennen, dass sie sich für die Pensionisten einsetzen. Man sollte das nur einerseits mit Augenmaß machen, was ich nicht verstehe, es gibt ja junge Politiker, dass die nur die eigene Karriere im Auge haben und keine Loyalität zur eigenen Generation haben. Da wird es kritisch. Man fragt sich, warum haben die Älteren eine perfekte Vertretung? Klar, dort sitzen Politiker, die haben ihre Karriere hinter sich, die können sich voll dem widmen. Warum haben die Jungen das nicht? Also müssen wir, die durchaus schon Älteren, dafür sorgen, dass wir endlich gegenüber den jungen Menschen Gerechtigkeit walten lassen. Die jetzige Politikergeneration sei auch gefordert, sich um die Altersvorsorge der Jungen zu kümmern. Wir können nicht, auch die Politik und gerade die Politik kann nicht sagen, naja, jetzt lösen wir die Probleme für die nächsten 5 oder 10 Jahre, das werden wir schon schaffen, wissend, dass wir in 30 Jahren den jungen Menschen keine Pension mehr zahlen können. Das geht nicht. Und da muss man auch ansetzen. Der Fürstgeneral bleibt dem Publikum, darunter Größners Wirtschaft und Politik, nichts schuldig. Mit ungewöhnlich scharfen Worten kommentiert er die aktuelle Bildungspolitik. Die Steiermark, wo das Dilemma noch größer ist, steht in der Auslage. Wir müssen dort tatsächlich die Lehrlinge in den ersten 2 Jahren in den Grundrechnungsarten und in der Grundgrammatik unterrichten. Wir tun das auch in Linz schon etwas diskreter und noch nicht in dem Umfang, aber wir haben in den letzten 10 Jahren einen dramatischen Verfall der Bildung, der Ausbildung der Schulabgänger, der Grundschulabgänger. Erstklassig geschulte Facharbeiter machen ein Unternehmen aber erst konkurrenzfähig, sagt Eder. Doch selbst die besten Pflichtschulabsolventen würden schlecht auf ihr Berufsleben vorbereitet. Obwohl wir die 10 besten % der 1200 bis 1500 nehmen, müssen wir diese schulischen Nacharbeiten machen. Das war vor 10 Jahren überhaupt noch kein Thema. Das heißt, wir sind wirklich auf dem Weg, dass wir im Grundschulbereich den Anschluss verlieren.